Schriftstellern, meine Damen und Herren, verhält es sich nicht anders als mit guten Freunden. Sie finden heraus, wen oder was der Mensch, der Ihnen unlängst begegnet ist, besonders schätzt. Schon wissen Sie, ach, so ganz verquer kann der nicht sein, kann die nicht sein. Vorausgesetzt, er oder sie schätzt nur zum Beispiel den Roman Die toten Seelen des russischen Schriftstellers Nikolai Gagal. Hat ihn vielleicht sogar übersetzt. Na gut, übersetzen ist nicht unbedingt notwendig. Doch so schlicht und nachvollziehbar beginnen belastbare Seelenfreundschaften. Wenn Sie dann noch erfahren, dass dieser neue Freund, ich hasse das Wort Bekannte, dass diese neue Person ein höchst bedeutender chinesischer Autor ist, der in den letzten Jahrzehnten des dortigen Kaiserreichs geboren wurde, genauer gesagt im Jahre 1881, ein Mann, der einen Lebensweg beschritten hat, beschreiten musste, der sich um Lichtjahre von dem unterscheidet, was Sie bislang an Glück oder Unglück in Ihrem Leben erfahren mussten, dann wird Ihnen schlagartig klar, dass es so etwas wie den kleinsten gemeinsamen Nenner nicht nur in der Arithmetik gibt, sondern eben auch in der Weltliteratur. So, um es zu wiederholen, können Beziehungen ihren Anfang nehmen. Der Autor, dessen Werk ich Ihnen heute ans Herz legen möchte, war einer, der war vielleicht sogar der bedeutendste Schriftsteller Chinas im 20. Jahrhundert. Dichter, Essayist, Schreiber von Kurzgeschichten. Und sein Ruhm gründete sich naturgemäß auf weitaus mehr als die kongeniale Übersetzung jener toten Seelen, von denen anfangs die Rede war. Sein, wenn man so sagen darf, bürgerlicher Name war Joe. Joe Shuren. Aber bekannt, weltberühmt wurde er, unter seinem Schriftstellernamen Lu Xun. Lu, also mit dem Nachnamen, den die Chinesen stets voranstellen. Es war übrigens der Name seiner von ihm sehr verehrten Mutter. Und Xun, der Vorname im vierten Ton auszusprechen, für denjenigen, der auf so etwas Wert legt. Was man übersetzen kann mit der Flinke. Also Herr Lu, der Flinke. Geboren wurde Lu Xun also 1881 in Shaoxing, einer damals noch kleineren Stadt, im Südosten Chinas, deren Bewohner angehalten waren, ihre Nase hochzutragen, hoch, aber unauffällig. Der Ort war nämlich schon einmal Königssitz gewesen, allerdings vor gut 2000 Jahren. Seither sagte man, die Stadt Shaoxing strahlt wie das Licht einer einfachen, aber eleganten Perle. Viele Gelehrte hatten sich hier angesiedelt, die klassische chinesische Kunst der Kalligraphie wurde besonders gepflegt und auch das Zubereiten von besonders schmackhaften Enten von anderen Genüssen ganz zu schweigen. Das Stadtbild war geprägt von zahllosen kleinen Kanälen und Brücken, ein kleines Idyll, der Tradition verpflichtet, das Klima galt als milde. Gab es auch Bettler? Natürlich, es gab viele Bettler. Aber dieses Shaoxing liegt und lag nicht weit von Shanghai. Und das bedeutete zu jener Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, die Stadt nicht weit von dem zentralen Einfallstor, das sich der westliche Imperialismus geschaffen hatte. Als Lu Xun zur Welt kam, hatten sich hier neben westlichen Firmenvertretern auch schon die ersten christlichen Missionare niedergelassen. Unter den Gelehrten fanden sich vorsichtige Anhänger einer politischen Reformbewegung, in den Geheimgesellschaften erbitterte Gegner der Ausländer und auch der eigenen Regierung, die für ihren Geschmack diesen Ausländern nicht heftig genug Widerstand entgegensetzte. Ich erzähle Ihnen von diesen Umständen, meine verehrten Zuseher, weil ich Ihnen ein wenig auch von der intellektuellen Zerrissenheit vermitteln will, die den späteren dichter die Xun prägte man stand in der klassischen kulturellen tradition beschäftigte sich mit den strengen lehrtexten des konfuzianismus doch auch mit der erhabenen kunst der kalligraphie konfuzianer musste man schon sein um beamter werden zu können mithin mit um an der politischen macht teilzuhaben das war die eine seite gleichzeitig erfuhren junge leute wie Xun, dass diese alte ordnung so Perfekt sie früher einmal gewesen sein mochte, nicht in der Lage war, dem neuen, dem mächtigen Westen die Stirn zu bieten. Das war die andere Seite. Und vielleicht war das ja nicht nur alles Teufelszeug, was da aus dem Westen kam. Vielleicht, vielleicht ließ sich das eine oder andere ja auch zur Stärkung der eigenen Kultur benutzen. Für die Bildung zuständig war der Großpapa. Dieser sehr verehrte Großvater war ein höchst angesehener gelehrter Mitglied der kaiserlichen Hanlin, also der PinselwaldAkademie, einer Behörde, die nicht nur über literarische Korrektheit, sondern die auch über Beförderungen entschied. Und das wurde dem Großvater zum Verhängnis, denn ein politischer Gegner konnte ihm nachweisen, dass er in einen Bestechungsfall verwickelt war, der ausgerechnet seinem Sohn zu einem höheren Posten. Verhelfen sollte. Den Großvater kostete das seine Karriere und fast das Leben. Seither lag auf der Familie der Schatten der Kriminalität. Seither, und das ist genauso wichtig, war bei dem jungen Lu Xun auch der Glaube an die moralische Kraft des Konfuzianismus perdu erzogen hat den späteren dichter dann nach dem verhängnis mit dem großvater und dem frühen tod des vaters ein hausdiener dessen lieblingsbuch war ein werk bei dem schon der titel klassiker der berge und der meere anzeigt dass es sich um einen furiosen mythenstoff handelt in dem zum beispiel neun schwänzige hunde noch zu den am wenigsten überraschenden handlungsträgern gehören das war, wenn Sie so wollen, meine Damen und Herren, der Stoff für die Fantasie des künftigen Schriftstellers. Für die eher formalen Aspekte der Erziehung wurde Lu Xin auf eine jener sogenannten modernen Schulen geschickt, die die chinesische Regierung, die kaiserliche Regierung um militärische Einrichtungen und Rüstungskonzerne angelegt hatte. Hier wurden Fremdsprachen, hier wurde auch die westliche Wissenschaft unterrichtet. Es handelte sich, wenn Sie so wollen, um, um kaiserliche Kaderschmieden einer neuen Art. Nur stand das chinesische Kaiserreich damals bereits kurz vor seinem Ende. Lu Xun wollte Arzt werden, kein Praktiker der traditionellen chinesischen Heilkunst, die schon seinem Vater nicht hatte helfen können, sondern ein nach den modernsten Methoden der Wissenschaft ausgebildeter Mediziner. Dafür gab es den Umständen der Zeit entsprechend nur einen Weg und der führte an eine Universität in Japan. Für chinesische Studenten waren in den zwei Jahrzehnten vor dem Sturz des chinesischen Kaiserreichs also 1911 die japanischen Universitäten und die um diese Institutionen angelagerten intellektuellen Zirkel die, Treibhäu die Treibhäuser des geistigen Aufbruchs. In Tokio, in Yokohama, selbst in Kyoto lernte man alles kennen, was aufregend neu war, zukunftsweisend kurzum modern. Also Anarchismus und Frauenbewegung, Atomtheorie und Expressionismus, Volkssouveränität und Esperanto. Japan war ein Vorbild, ein nicht besonders geliebtes Vorbild, aber immerhin hatten die Japaner es geschafft, einen Teil der in der Welt fortschrittlichen Gedanken schon zumindest einmal aufzunehmen, auf bestimmten Bereichen sogar in die Praxis umzusetzen, nicht nur in der Medizin. Sie hatten sogar dem Westen, und damals zählten auch die Russen zum Westen, bereits eine vernichtende Seeniederlage beigebracht. Das war immerhin eine Hoffnung. Hier konnten chinesische Studenten nun alles lernen, was für sie Hoffnung bedeutete. Hoffnung auf ein China, das sich den Kolonialisten aus England, Frankreich, Amerika, Deutschland, klar auch aus Japan widersetzen konnte. Hoffnung auch auf ein neues Regime im eigenen Land. Luschen, der war damals Mitte 20, Mitte Ende 20, zog aus den neuen Botschaften die Lehre, dass es nicht genügte, als Arzt sich wenigen einzelnen Menschen zu widmen. Er beschloss, grandios gesagt, Schriftsteller zu werden, um die Wunden der chinesischen Gesellschaft und nicht nur zu diagnostizieren, sondern auch zu ihrer Heilung beizutragen. Ich weiß, meine Damen und Herren, derartige Entschlüsse. Seinem Volk, einem ganzen Volk zu helfen, stehen unter einem völlig berechtigten Generalverdacht. Solche Vorhaben kennen und fürchten wir. Noch heute reden wir von einer Lichtgestalt, von Lu Ihm war es nämlich gegeben, durch die Virtuosität seiner Sprache, ich rede jetzt von seiner Sprache als Dichter, eine Verbindung zwischen dem traditionellen Chinesisch und jener Sprache zu finden, die der Mann, die Frau auf der Straße verwendete. Er war dabei nicht der Erste, doch er war der Geschickteste. Und wenn Sie denn so wollen, meine Damen und Herren, und noch einmal an seinen Nachnamen, an seinen Vornamen denken, selbstverständlich der geistig Flinksten. Ein Mann in ständiger Bewegung, bitter und scharf, kaum festzulegen, ein Virtuose der kurzen literarischen Form, des Holzschnitts in dreidimensionaler Tiefenschärfe. Nehmen wir nur eine seiner berühmtesten Erzählungen, Ihr Titel heißt Die wahre Geschichte des AQ. Und wenn Sie, verehrte Zuseher, meiner Empfehlung folgen, beschaffen Sie sich gleich die gesammelten Werke, in denen diese Erzählung enthalten ist. Dieser Tagelöhner, dieser Herr AQ, der Name ist übrigens im Chinesischen noch ungewöhnlicher als in irgendeiner anderen Sprache, ist ein Guck in die Luft, der kurz vor dem Sturz des Kaiserreichs davon träumt, der Partei der Revolution anzugehören naturgemäß erst dann wenn diese partei zu den siegern der geschichte erklärt wurde. jener herr akiu hat die technik des sich in das eigene losfinden nicht nur zu einer überlebensstrategie erklärt er ist ein virtuose in der umdeutung der eigenen niederlage zum sieg ein redenschwinger buckler ein träumer für seinen literarischen schöpfer für luchin ist AQ die Verkörperung, Verkörperung eines Landsmanns, der sich beständig demütigen lässt, weil er selbst die Demütigung noch als Auszeichnung empfindet. In der Erzählung wird er für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat, zum Tode verurteilt. Doch noch aus dem Ritual der Hinrichtung schöpft er Trost. Schließlich verhilft ihm auch die öffentliche Exekution zu einer gewissen Bedeutung. Allerdings wird er nicht geköpft. Sondern nur erschossen, was das Publikum mit einer gewissen Enttäuschung registriert. Man hatte sich mehr von dem Spektakel erwartet. Eine Enthauptung macht einfach mehr her. Lesen wir hier Nikolai Gogol, den Autor der absurden Träume, den Luchin so geistesverwandt übersetzte? Aber selbstverständlich. Lesen wir hier Kafka? Na klar. Nur haben die beiden sich nie kennengelernt. Lesen wir, meine Damen und Herren, wir lesen hier ständig Weltliteratur. Diesmal lesen wir sie aus der Feder eines chinesischen Autors, der sich bis zu seinem Tod 1936 von keiner politischen Partei vereinnahmen ließ. Vereinnahmen ließ er sich von den Göttern der Aufklärung, der Selbstironie, der sprachlichen Eleganz, der Treue zu den besten Werten seiner chinesischen Herkunft, dem Mitgefühl für die zu kurz gekommenen in der chinesischen Gesellschaft. Gerade ihn und gerade dann, wenn die sich besonders töricht benahmen. Die erste Frage der berühmten Mao-Fibel, dem kleinen roten Büchlein, manche von ihnen verehrte, zu sehr erinnern sich noch, lautete: Wer sind unsere Freunde? Wer sind unsere Feinde? Mao Zedong hielt große Stücke. Auf den Helden unserer heutigen Sendung, auf Lu Xun. Nun war der Schriftsteller auch bereits verschieden. Er konnte geliebt werden. Ich habe es gerade erwähnt, er starb 1936, mehr als 20 Jahre vor der Gründung der Volksrepublik China. Was Mao aber mit einem so aufmerksamen Kritiker politischer Veränderungen veranstaltet hätte, das wollen wir uns gar nicht erst vorstellen. Vor wenigen Jahren schloss eine Schulbuchkommission der Kommunistischen Partei, die Novelle Die wahre Geschichte des AQ aus den Schulbüchern zu entfernen. Wir, verehrte Zuseher, wir halten zu unseren Freunden.